So. Gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind bereit für Bauch, Beine, Po. Was ihr braucht, ist einfach nur nachher die Matte und das Handtuch wie immer und am besten was zu trinken in der Nähe. Festes Schuhwerk empfehle ich schon. Ansonsten wirklich rutschfeste Schuhe, rutschfeste Socken. Aber wirklich ansonsten, am besten sind am besten wirklich Turnschuhe, weil wir auch so eine ganz leichte Sprungübung machen. Natürlich nicht wie dienstags im HIIT, aber so angedeutet. Wie immer, dadurch, dass ich halt nicht sehe, ich sehe zwar die Namen, aber ich weiß nie, wer sich dahinter versteckt. Und da ich euch nicht sehe, so im Live-Kurs weiß ich, ah, der war schon mal mein Kurs, die war schon mal mein Kurs oder die sind alle sonst schon mal gewesen, muss ich nichts wiederholen. Wiederhole ich halt immer vor jeder Stunde nochmal so ein paar Sachen. Ich zeige immer Alternativübungen, wählt gerne die Alternativübungen. Also es ist keiner gezwungen, alle Übungen komplett so durchzuziehen, wie ich sie im High-Level anzeige. Ihr könnt immer zu einer Basic-Übung zurückkommen. Es soll anstrengend sein, ihr sollt bis zu den Grenzen gehen, aber es soll auch machbar sein. Also wenn ihr das Gefühl habt, es geht nicht mehr, versucht ihr noch ein paar Sekunden und dann geht ihr immer zurück zum Basic oder geht zurück in den Marsch und versucht da erstmal Kraft zu sammeln. Wichtig ist nie aus einer schnellen Übung abrupt aufhören, sondern wirklich langsam das nach unten fahren, damit euch auch nicht schwindelig wird und damit der Kreislauf mitkommt. So, es kommen noch zwei dazu und dann starten wir. Wie gut, dass keiner vor der Kurstür immer dann wartet. Gut, ihr Lieben, dann, heute hatten wir doch mal wieder echt einen schönen Tag. Die Sonne schien, blauer Himmel. Ach, da geht die Laune gleich nach oben, oder? Vitamin D aufsaugen. Ihr sagt wieder Bescheid, wenn die Musik zu laut ist, zu leise, wenn ihr mich nicht hört. Ich hoffe, heute spielt bei allen das Wetterlenker das besser mit. Dass keiner rausfliegt. Oder beginnt ihr erstmal eure Position, so mittig, und zu marschieren. Bauch ist feste, Fußspitze, Ferse, wieder anrollen, Arme gehen mit. Schultern lassen wir ganz locker, den Nacken entspannt. Und dann kommen wir erstmal gemeinsam an, bereiten uns auf die Stunde vor und atmen tief ein. Streckt euch, wieder aus. Tief ein. Wir machen das Langstrecken, ziehen, wachsen, ausatmen, Arme lang strecken. Dann lächeln zu mir, jetzt zur Seite. Lass die Arme jetzt immer locker, weiter ein bisschen, reinlegen. Und dann mal Seite zu Seite und beide Schultern. Lass die Arme ganz lang. Zieht den Bauch fest. Geht tief hoch, leicht in die Beine. Tipp, tipp, tipp. Sehr gut, Hände ans Becken lecker. Herde rein. Über die Arme lang. Geht mit der Tür. Locker. Oberarme rein, der Oberkörper. Immer noch. Auch so feste. So, die Arme wieder lang, weiter der Tür. Kick, 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 kick. Seite steil, Schulter. Gleiche Schulter, mach weiter, mach weiter. Seite, 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 Seite. Rücken, links. Zieh noch mal ein bisschen mehr die Arme. Ah, da habe ich das hoch, ja. Wieder tiefer. Hände ans Becken, die Lippen. Leiste Rotation im Oberkörper. Zieh, zieh, zieh. Daumen gespannt. Und ab. Daumen nach vorne. Vier, drei, zwei. Ja, wieder Zeit ist Zeit. Die Arme mit. Lage und Warmkopf. Oder nehmen wir mal einen Step-Touch. Zieh ran, ran und werden jetzt ein bisschen dynamischer. Zack, zack, zack,
Achtung, links Bein nach hinten, leicht schräg. Tief. Achtung, schräg. Tief. Schräg. Tief. Schräg. Ihr dürft leicht in der Kreuzbewegung, hinter das eine Bein. Tief. Tief. Das muss nicht unbedingt mit mir gehen. Wichtig ist für die Ausrichtung, das Auto. Schau mal, die Knie zeigen trotzdem so ein bisschen schräg über hier nach außen. Hier nach rechts. Hier nach links. Immer so ein bisschen schräg. Tief. Tief. Und umso tiefer ihr geht, umso anstrengender wird es. Hier bestimmt die Intensität, was ich immer sage. Atmen. Vier noch. Drei. Sieben. Zwei. Auf geht's. Letzte Runde. Und weiter Squat. Hip. Hip. Okay. Hip. 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 Zieh. Zieh hoch. So. Sei wieder bleibt, vier oder Achtung, hoch. Und auf eins, hoch. Zack. Zack, kein Muss. Kein Muss. Zack. Nur so weit ihr wollt. Zack. Und genau, hoch, vier Mann. Auf eins immer hoch. Bleib hier. Lauf vor zurück. Komm zurück. Geh nach hier so. Genau. Oder die Arme hier. Bleib ruhig zurück. Zeig so von der Seite. Komm raus. Nicht so. So, dann drauf den Po. Stehe in der Fußspitze. Wechsel das führende Bein. Hier. Anderes Bein. Und tief. Ferse, Fußbitte, tipp. Abrollen, abrollen, tipp. Abrollen, abrollen, tipp. Abrollen, abrollen. Bleib hier. Bleib hier. Seht ihr das? Ich habe eine Linie hier. Kein Muss. Nur mehr Bewegung. Atmen. Vier, drei, zwei, leichter Schwung hoch, rechtes Bein hoch. Gleich das Bein hoch. Gleiches Bein hoch. 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 Denk das abfahren. Ferse, Fußspitze hier. Zack. Beinwechsel. Viermal schafft ihr noch. Vier. Auf geht's. Drei. Und zwei. Bleib hier. Hier. Push. Die Arme zu schnellen. Hände hier. Wieder über Kreuz wechseln. Hip. Zieh. Kennt ihr jetzt schon?
this princess who adore you. Just go ahead on if you wanna call me baby. Just go ahead on if you like to tell me maybe. Just laufen! If you wanna buy me flowers. Martin! Beinwechsel! Also nicht das hier. Manchmal klappt.
Shake it and push it. Tap. Also, ihr könnt immer die Arme ans Bett nehmen oder hier. Ihr könnt aber auch hier ziehen. Nur das rechte Bein. Tap. Der Schulternackenbereich eingeschränkt ist, zieht zum Boden die Arme. Zieh. Oder nach oben. 4, 3, 2, hoch das Bein. Hip. Komm fest hoch nach vorne. Zieh. 4, 3, 2, werde langsam. Hip. Streck dich lang. Alternativ. Set. 4, 3, 2. Halte. Bauchfeste. Bein hoch. Marschiere. Gut, weiter geht's. Tipp, okay? Tipp. Und die Arme hier oder hier? Jetzt hier mit. Tipp lang, lang, lang die Arme, lang das Bein. Tipp. Oder hier. Achtung, linkes Bein, los geht's. Umso tiefer ihr geht, umso anstrengender. Das kann natürlich hier oben sein.
Aber wenn ich hier runtergehe, kurz bevor den Boden berührt, mal. Sieben. Schön mit Spannung. Und Vorder- und Bein hat immer eine leichte Beugung. Seht ihr das? Immer eine leichte Beugung. Kommt weiter. Zwei. Halte oben. Und push das rechte Bein. Hoch und ab. Aber Position das wechselt. Hoch ab. Verspannen. Vier. Drei. Zwei. Komm hoch. Achtung. Und vier. Hier ist meine Fußspitze. Fixiert sich. Knie, Wade, Oberschenkel. Da muss für euch angenehm zu halten. Und push nach außen. Aus, innen. Außen. Wichtig ist, Becken bleibt stabil. Zeig nach vorne. Hier den Deckenkopf. Nach vorne. Nicht nach hinten. Hallo. Nein. Nach vorne. Schieb. Und mit Power. Stell dir vor, du hast dir ein Gewicht gelegt und drückst du nach hinten. Schieb. Standbein immer ein bisschen gebeugt. In jedem Fall euer linkes Bein. Achtmal. Heck. Und push. Komm jetzt anspannen. Schieb. Auf geht's. Viermal. Don't come out. Don't start caring. Und jetzt kleine kurze Bewegung. Zieh. Zieh. Standbein gebeugt. Legt an euer Knie. Hier. Don't start caring. Help me now. Für mich. Vier. Drei. Zwei. Und lang. Zieh. Gleich geschafft. Lang. Zieh. Gleich geschafft. Ich weiß, man spürt das mehr im Standbein, ne? Wir werden etwas schneller. Die letzte Übung im Stand. Danach dürfen die Beine kurz pausieren. Push. Push. Komm, acht, schau dir das Wechsel mit der Seite. 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 Wir waren da. Letzte Runde Stern. Denk nach vorne. Noch 4 Sekunden. 2. Langsam lösen. Marschieren. Ein bisschen ausschütteln die Beine. Ein bisschen ausschütteln. Körperstoffbein. Gerne auch mal ein bisschen drehen den Fuß. Die Zehen bewegen. Hier locker. Okay. Wieder ein bisschen marschieren. Atmen. Was haben wir das andere Bein noch? Das schaffen wir. Jetzt wisst ihr schon ein bisschen, was auf euch zukommt. Und auf geht's, linkes Bein. Tief, hoch, tief, hoch. Vorderes Knie wieder hinter der Fußspitze. Denkt daran. Rumpf gerade. Bahre festen. Geht erstmal so mit. Bevor ich wieder die Position wechsle, aber dann seht ihr es nochmal von der Seite. Das ist immer ganz gut, denke ich. Wenn ihr euch hier sicher seid, da ihr schon weitergehen wollt, dann geht ihr mit mir hoch und nehmt das Bein in die Strecke. Hoch und tief. Hoch. Achtet die Arme. Tief. Ab. Tief. Ab. Hoch. Bauchspannung. Denkt an die Bauchspannung. Den ganzen Atmen. Ausatmen. Hi, komm wieder. Hoch. Vorderes Knie in der Fußspitze. Mach weiter. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Bisschen geht noch. Hoch. Und hoch. Wenn ihr zu schnell seid, macht bitte langsamer. Achtmal. Schöne Power. Schieb. Umso tiefer, umso anstrengender. Bitte noch. Komm, bitte geht noch. Ach, hier nehmen wir noch mit. Verlängert euch dann auf beiden Seiten. Jetzt aber umhalten. Und
Gesicht oder wie im Wasser. Ihr schiebt das Wasser zur Seite und schiebt langsam. Schiebt. Schiebt. Dann ein bisschen gebeugt. Bauch fest. Schiebt in die Abduktion. Zieh. Und denke mal dran. Hier, den Beckenknochen. Nach vorne zeigen. Lass nicht wieder. Nein, nach vorne. Zehn. Achtmal schafft ihr. Push. Und sieben. Standbein ein bisschen beugen. Nicht allzu sehr in der Streckung stehen. Ein bisschen beugen. Schieb. Vier. Zack. Zack. Kleine kurze Bewegung. Kleine kurze Bewegung. Vier. Drei. Zwei. Und gleich habt ihr es geschafft. Aber noch einmal. Innen stärken und dann wieder raus. Tief. 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 Letzte Übung im Stand, dann geht's gleich runter. Komm. Knee lift. Wenn ich zu schnell bin, mach langsamer. Komm hoch, geht tief. Komm hoch, geht tief. Vier. Drei. Zwei. Halte nochmal einen schönen Stern. Hier, und geh bitte zur Seite. Arme lang. Hier, für die Bauchmuskeln. Vier noch. Drei. Zwei. Langsam lösen. Marsch. Ausschütteln. Auch gerne mal hier etwas kreisen. Auch mal in die andere Richtung. Anderes Bein, kreisen. Kreis den Fuß. Auch mal die andere Richtung. Sehr gut. Ferse. Versuchen nach. Streck dich, mach dich lang, atme ein. Und tief. Nochmal strecken. Dann ein Buckel, tief. Wieder hoch. Und Buckel. Buckel. Wirbel für Wirbel aufrollen. Wirbel für Wirbel rund. Einmal noch. Bleib hier. Streck die Beine, lass dich hängen. Nur so weit es geht. Dann gibt es kein Problem. Hauptsache, die Dehnung spürt ihr. Komm langsam hoch. Streck dich. Ausatmen. Und sehr gut geschafft. 35 Minuten am Stück gut durchgezogen. Jetzt dürft ihr mal eure Matte holen, bitte. Und auf jeden Fall was trinken. Bitte nicht das Trinken vergessen. So, holt eure Matte. Ihr bekommt eine andere Perspektive, wie der nach hinten geht. Bitte wartet, wir gehen gemeinsam runter. Am Anfang der Stunde waren es noch 22, wieso sind wir jetzt nur noch 16? Warum? War aber nicht so anstrengend, oder? Okay, großer Ausfallschritt. Langsam tief in den Vierfüßerstand. So. Ich will ja auch niemanden vertreiben. Hände unterhalb der Schulter. So, die Knie unterhalb der Hüfte. Und dann spannen wir natürlich den Bauch und Bauchnabel, damit es mit Hand der Kopf ist und die Oberschenkel, alles was im Beinbereich angeht, ganz schön was getan. Bauchmuskeln auch immer dabei. Die werden wir aber jetzt schwerpunktmäßig ein bisschen die nächsten Tage bearbeiten. Schräge sowie gerade. Gleichzeitig will ich immer den Rückenstrecker etwas spüren. Den Gegenspieler. So, da
Damit das Handgelenk. Meine Kinder sind im Hintergrund gerade etwas laut, das hat mich kurz abgelenkt. Ellbogen unterhalb der Schulter, Schulter tief. Und jetzt versuchen wir mal, die Beine zu strecken. Der Rumpf bildet eine Linie mit den Beinen. Alternativ könnt ihr hier aus dem Brett, ihr müsst dabei einmal auch alle das Brett ausführen, die Knie aufstellen. Und jetzt wählt ihr, nehmt ihr das Brett oder habt ihr hier die Knie etwas schräg aufgestellt. Wählt die Variante und haltet erstmal hier, Bauch ist fest. Drückt eine Linie. Aus der Schulter heben, das bedeutet, guck mal, das wäre der Schulter hängen. Schiebt euch raus. Rausschieben. Und atmen. Schön atmen, halten, Bauch ist feste. Jetzt nehmt ihr mal das rechte Bein an. Eine Beugung. Und beginnt mal hier hoch und ab. Alternativ, wie gesagt, hinten das Knie aufstellen, aber in dieser Schräglage bleiben, ne, und Rücken raus. Keine Hängematte, schiebt den Rücken raus. 8, 7, denk ans Atmen, Kopf immer ein bisschen angehoben. Gut, wechseln wir das Bein. Hier und dann hoch und ab. Wie gesagt, alternativ könnt ihr hier das Bein ablegen. Bleibt aber in der Schräglage und zieh den Bauch ein. Zieh den Bauch ein, Rücken raus. Hoch und tief. Fußspitze angezogen. Atmen nicht vergessen. 8-mal ziehen. Ziehen. 4-mal. Und nach dem letzten Mal, jetzt hier das Becken drehen. Seite, Seite, alternativ, Knie aufstellen und auch hier. Hier das Becken drehen, ja? Bauch ist angespannt, denkt dran. So, als würden wir mit dem Becken die Matte küssen wollen. Seite, Seite. Schafft ihr. Weiter, weiter, weiter. Hier bei Musik. Kopf nach oben. 8 noch. Und nach dem letzten Mal, Rücken in der Mitte, schieben uns nach hinten und dann streckt ihr euch mal richtig lang weg. Ganz lang. Komm wieder hoch. Dreh dich auf die Seite und von der Seite legst du dich ab. So, jetzt benutzt ihr mal hier euer unteres Arbeitskissen. Legt ihn ganz entspannt ab. Versucht das zu vermeiden, weil hier wirklich eine Spannung entsteht und vor allem die Halswirbelsäule hat so einen unschönen Knick. Also deswegen ruhig ablehnen. Streck die Beine aus, zieh die Fußspitze ran. Wer jetzt hier auf der Matte die Schuhe ausziehen möchte, kann das gerne tun, aber wir werden nichts mehr am Stand machen. Wenn ihr euch da wohler fühlt, macht das ruhig. Hier haben wir jetzt den Lift mit den gestreckten Beinen. Wem das hier am Beckenbereich unangenehm ist, rollt euch das Handtuch ein bisschen, polstert es oder vielleicht habt ihr ein flaches Couchkissen irgendwo, legt euch da drauf, damit es hier nicht unangenehm ist. Bei mir schon Holland, ich spüre schon nichts mehr. Fußspitze angezogen. Bauch ist fest. Ne, dann ist man sich wirklich hier nicht die ganze Zeit darauf konzentriert, auf den Druck, sondern hier auf die Spannung. Anders kann man noch so ein bisschen hinten auf den Pubismuskel gehen. Geht auch. 8-mal. Schräge Bauchmuskel. 4 noch. Ohne Bodenkontakt. Oben halten und jetzt mal das obere Bein zieht schräg. Seht ihr das? Meine Fußspitze hat sich ein bisschen mehr zur Decke gedreht. Also mein Knie auch. So ein bisschen in eine Außenrotation gegangen. Und da bleibt es auch. Unteres Bein ist immer noch abgelegt. Seht ihr das hier unten? Ohne abzulegen. Jetzt nehmen wir mal den unteren Arm und legen ihn nach vorne ab. Alles kein Muss. Ihr könnt auch in der ersten Position bleiben. Wir kombinieren das jetzt mal. Jetzt geht das Bein noch ein bisschen tiefer und wieder hoch. Tief, seitlich hoch. Und der Arm zieht, als würde er
einen Seilzug ranziehen. Und der Rumpf geht so ein bisschen in die Neigung, aber die untere Schulter bleibt liegen. Ja? Zieh. Lass das untere Bein angehoben. Hier, die Adduktoren spüren hier unten. Zieh. Zieh, dann ganz atmen. Schafft ihr. Auf geht's. Kleine Runde, okay? Viermal. Und dann haltet ihr hier, könnt ihr ruhig so ein bisschen an den Hinterkopf nehmen zum Stützen und zieht hier kleine kurze Bewegung. Und dann muss Beine angehoben, hoch damit. Kleine kurze Bewegung, wir gehen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mach dich lang. Leg dich auf den Rücken, Beine angewinkelt aufstellen, in deinen Hinterkopf. Basic Crunch. Rücken ganz wichtig, zum Boden drücken. Zerren aufstellen. Hoch nach. Blick zur Decke. Und im Wechsel. Hoch. Ha. Hoch. Ha. Zieh. Zieh. Werd schneller. Hola. Denk nach unten, Rücken zum Boden drücken mit aller Power. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, ab. Den ganz atmen. Schön leichter Kick, hoch. Beide bleiben Beine oben. Hoch, keine Power. Gestreckte Beine, wenn möglich. Achtung zur Mitte. Zieh. 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 Ihr könnt auch hier nach dem Hinterkopf lachen. Leg den Rumpf ab. Hände und den Popo. Und V. Zieh. 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 Alternativ geht es zum Basic Crunch wieder über. Ein Split. Weg. Lass die Schulter, Nackenbereich lockern. Beine gestreckt vor. Zieh schwung. Zieh schwung. Schließ die Beine. Und versucht jetzt die Schräglage selber zu bestimmen. Wie weit geht ihr in die Schräglage? Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger? Nehmt ihr mehr Schwung zu euch oder weniger? Ihr bestimmt das komplett selber. Wichtig ist mir, dass der Rücken immer wieder komplett aufliegt, wenn wir nach vorne schwingen, die Beine. Oder unten. So kurz vermeiden. Zieh. Nehmt euch zwischendurch Pausen, kein Problem. Atmen. Schulter locker lassen. Steigen einfach mal wieder ein, wenn die Kraft wieder da ist. So, halt in der Schräglage. Rücken zum Boden, Beine gestreckt. Und jetzt Achtung, bevor wir die Seite wechseln, komm hoch. Langsam tief. Hoch. Alternativ Beine aufstellen. Langsam tief, langsam hoch. Und ihr seht, jetzt ist ein kleiner Bewegungsraum. Ausatmen, ein. Viermal. Zwei. Einmal. Zieh ran. Und Hände. Sehr schön.
Tunnel oder kreisen. Auch mal in die andere Richtung. Weit aus Hände. Und dann streckt ihr euch erst nochmal. Richtig strecken. Rechts und links, dann auf der Rückbank mal ein bisschen anheben. Und jetzt schwingt ihr mal. Also alternativ wäre jetzt so in den Sitz zu kommen oder ich zeige es einmal. Okay? Bauchspannung. Und dann hoch. Füße zur anderen Seite bitte. Ihr legt euch auf die Seite. Legt euch wieder gemütlich auf den unteren Arm. Setzt euch vorne so ein bisschen ab und beginnt wieder den Lift. Denkt daran, hier im Beckenbereich, ne? Ihr könnt gerne das Handtuch rollen oder ein Flachskissen nehmen. Oder eben ein bisschen auf den Boden. Ihr hebt und senkt die Beine, dass ihr die schrägen Bauchmuskeln spürt. Hoch und tief. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, tief. Beine gestreckt, Fußspitze angezogen. Und Schulter- und Nackenbereich lasst ihr vollkommen entspannt. Lasst den Kopf abgelegt. Das machen wir 8 Mal, bevor wir dann gleich das wieder aufbauen. Und wie gesagt, wie es bei allen Übungen geht, gilt hier auch. Ihr könnt zwischendurch eine Pause einlegen, sammelt Kraft und steigt einfach wieder ein. So, dann halten wir oben und beginnen jetzt mal hier oben erstmal diese leichten Kicks. Mit angezogener Fußspitze, Knie schräg nach außen. Anziehen. Unteres Bein auf jeden Fall oben lassen, bitte. Wenn möglich, Adduktoren mit trainieren. Jetzt kombinieren wir das, indem wir aber auch hier den unteren Arm nach vorne nehmen. Und ziehen. Ziehen. Ist aber auch kein Muss. Ihr könnt auch hier bleiben. Kein Problem. Wir kombinieren tief und wieder hoch. Tief und zieh hoch. Tief, zieh hoch. Tief. Ausatmen.
Wir werden langsamer. Zieh. Hoch. Zieh. Hoch. Wechsel die Position, die Beine arbeiten. Und zwar wieder die Hände unter den Po nehmen, als kleine Stütze für unseren Rückenbereich. Und ihr könnt wieder vor und zurück mit gestreckten Beinen. Fußspitze angezogen. Beine gestreckt. Und diesmal aber jetzt geschlossen. Geschlossen ran und zurück. Hände schützen den Lendenwirbelsäulenbereich. Beine gestreckt. Denkt ans Einatmen und aus. Letzte Bauchübung für heute. Vier noch. Bisschen kürzer als die erste Runde. Hier bestimmte Bewegungsraum. Denkt dran, unter dem Rücken zum Boden. Auch wenn wir uns jetzt hier in der Schräglage treffen. Und hier bestimmt, wo ist die Schräglage? Hier. Hier. So, dass der Rücken zum Boden bleibt. Und hier keine kurze Bewegung. Ellenbogen auch im Hinterkopf gelegt werden. Und jetzt nochmal langsam. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Oder Hände an den Hinterkopf. Viermal. Oh, nach dem letzten Mal zieh die Knie ran und Pendel anlegen. Sehr gut. Pendel noch so ein bisschen nach links und nach rechts. Lass die Schulter, den Nackenbereich entspannt. Und auch gerne mal in eine Richtung pendeln. Reißende Bewegung mit einbauen. Und wenn ihr so pendelt und kreist, auch mal in die andere Richtung mit geschlossenen Beinen. Nehmt ihr mal die Arme auf Schulterhöhe, Handfläche zur Decke und pendelt mal rechts und links. Und zwar so weit, als würdet ihr den Boden berühren wollen. Macht das aber bitte langsam, ohne Sprung. Ja, Zeit, Schritt für Schritt. Denkt das Atmen. Es kommt jetzt noch eine Po-Übung, bevor wir zur Dehnung kommen. Bauch hat's geschafft. Und einmal nochmal intensiv Po-Übung. Und dann wollen wir alle Bereiche, die wir heute gekräftigt haben, beansprucht haben, auch etwas wieder Entspannung gönnen. Wir treffen uns dann wieder in der Mitte und dann dürft ihr hier euch nochmal erstmal lang strecken. Mal die Beine lang, die Arme lang, zwischendurch immer mal ein bisschen mobilisieren und dehnen. Das ist wichtig. Und den Rücken anheben. Und dann legt ihr die Arme entspannt wieder an euch ran mit der Handfläche zur Decke. Wenn der Boden zu kalt ist, natürlich gerne ran auf die Matte. Ansonsten geöffnete Haltung, Schulter locker. Beine ins Brett aufstellen und ihr dürft jetzt selber wählen. Geht ihr auf den gesamten Fuß oder auf die Ferse? Ferse ist intensiver, Fußsohle nimmt etwas die Spannung raus. Das die letzte Übung ist, dürft ihr natürlich wieder selber bestimmen. Becken hoch und ab. Haben wir eine tolle Übung für den Gesäßbereich, Oberschenkelrückseite. Schaut, dass ihr nicht zu eng steht und auch nicht zu weit, weil dann kommt direkt ein Krampf. Dann streikt der Muskel. Findet einen guten Mittelweg und versucht, das Becken weit hochzuschieben, dass er richtig den Pommes anspannt. Und ohne Bodenkontakt, ganz wichtig. Der Abstand zwischen den Beinen ist immer gleich. Nicht, dass ihr den hier macht, zack, zack. Der Abstand ist erstmal gleich. Das wäre wieder eine andere Übung. Das geht, aber es ist eine andere Übung. Vier noch. Und jetzt haltet ihr mal hier oben und ihr stellt euch jetzt vor, ihr habt eine Zeitung in der Knie, die wollt ihr festhalten. Die darf nicht runterfallen. Also Ferse in den Boden drücken, Ferse in den Boden und jetzt schiebt sie mal Richtung Gesäß. In den Boden und zieht sie ran, nur spürbar. Und mit dieser Spannung strecken, ab, strecken, ab, strecken, ab und Becken hoch. Tief und zack, zack, tief. Kick, tief, kick, tief, kick, Becken tief, Becken hoch, Becken tief, Becken hoch. Und schieb, Fußspitze angezogen, Spannung.
Bleib mit dem Becken oben und arbeite jetzt nur eine Streckung der Beine nach oben. Becken bleibt oben. Becken bleibt oben. Zieh. Zieh. Lass das rechte Bein oben und zieh es richtig hoch und ab. Hoch und ab. Im Wechsel. Ist da jemand rausgeflogen? Mach es noch bitte weiter. Hoch und ab. Ja, tatsächlich. Hoch und zieh. Vier lang. Drei. Zwei. Und das Bein wechseln. Hoch und ab. Stelle wieder die Kniekehle vor. Hier. Eine Seite hält die Zeit und Ferse in den Boden. Schieb zum Bauch um. Schön Kopf hoch. Letzte Übung. Fußspitze angezogen. Lass die Schulter locker. Vier Mal noch. Zwei noch. Und nach dem letzten Mal aufstellen, locker lassen. Streck die Beine, schüttel sie ein bisschen aus. Geschafft. Nimm direkt das rechte Bein mal zu dir. Atme. Lass den Fuß locker, kreis gerne etwas. Ihr dürft auch gerne die Schuhe ausziehen, wie gesagt, wenn ihr wollt. Mal die eine Richtung, mal die andere. Und dann streckt ihr mal das Bein, Fußspitze angezogen, Schulter entspannt. Und von lang zu länger zieht ihr nach. Schön von lang zu länger. Und jetzt nehmt ihr mal die Arme weg und beugt dieses Bein an euch vorbei, hier. Und greift jetzt mit der rechten Hand von innen, hier oben. Und drückt jetzt ein bisschen nach. Alternativ. Greift ihr hier und zieht ein bisschen. Immer von außen. So, dass ihr das Fußgelenk gerade lasst. Also nicht, dass ihr abknickt. Das vermeiden wir bitte, das hier. Sondern wirklich Knie an euch vorbei, ohne abzuknicken. Nur die Fußspitze ist angezogen. Und drückt von oben nach. Lasst das linke Bein lang. Spürt den Zug hier im gesamten Leistenbereich. Langsam lösen und du greifst dir das linke Knie, lässt erstmal locker, rechtes Bein nach unten strecken, linkes Bein angezogen, der Fuß kreist in eine und in die andere Richtung. Geh dann in die Streckung. Zieh von der Fußspitze ran, schön lang zu länger. Lass Schulter und Nacken entspannt. Atmen. Schön von lang zu länger. Dass du richtig den Zug spürst, ohne zu wippen. Halte in der Dehnung. Und dann legt ihr die Arme erstmal locker ab. Und jetzt geht das linke Bein so ein bisschen an dir vorbei. Also nicht hier gerade, sondern so ein bisschen an euch vorbei. Und dann greift ihr von oben, seht ihr, 90 Grad Winkel, also weniger hier. Schön hier Ferse oberhalb der Kniekehle. Ansonsten greift ihr hier von außen an der Fessel und zieht dran. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr seht, auf jeden Einzelnen abgestimmt. Da muss man sich jetzt nicht in eine Übung reinquetschen oder quälen. Rechtes Bein ist lang, linkes Knie zieht, dass ihr die Dehnung schön im Leistenbereich bis in die Adduktoren spürt. Langsam lösen, macht das langsam. Und dann dreht ihr euch mal in die Bauchlage. Nehmt die Beine ins V. Und nehmt jetzt erstmal die Fersen aus eigener Kraft ran zum Gesäß, legt die Stirn oder die Wange ab, greift die Fessel, lasst die Füße locker, ran zum Gesäß. Jetzt versucht ihr, wenn ihr die Dehnung stärker spielen wollt, die Beine mal zu schließen. Und ganz wichtig, hier das Becken. Schaut mal, manche heben den Pommes an, Becken zack, tief in die Matte. Dann habt ihr jetzt gesehen, was mit meinen Beinen passiert, zack, geht weg. Aber wir ziehen wieder ran und das Becken in die Matte drücken. Becken in die Matte, Bein schließen, Fersen zum Gesäß. Und weiter atmen, nicht vergessen. Schön ziehen. So, langsam in die Streckung. Bauchspannung, schieb dich hoch, schieb nochmal lang. Mach dich lang. Ganz lang strecken, Popo raus, Arme weg.
Stand. Krabbel sanft Richtung Knie, nicht ganz so stark, bisschen Abstand noch lassen. Bring jetzt mal das Gesäß nach oben, wie so eine Pyramide hoch. Und versuch mal hier hinten, schau mal hier hinten, die Fersen aufzustellen. Also weniger hier, sondern wirklich hier aufstellen. Und dann langsam krabbel Richtung Gefühl, Fußspitzen roll dich langsam auf. So, jetzt seht ihr mich kurz nicht. Ich strecke mich jetzt in die Arme über den Kopf, strecken, strecken, strecken. Und jetzt lassen wir uns noch mal langsam runterhängen. Bleibt mal hier bitte. Bleibt mal hier unten. Versucht die Beine durchzustrecken. Und wirklich den gesamten Fuß zum Boden zu schieben. Hier. Spür nur die Dehnung. Und weniger hier hinten, sondern wirklich Becken oberhalb der Füße. Schieb. Geh einmal tief, setz dich auf die Waden. Versuch die Fußsohlen zum Boden zu belassen. Ansonsten, wenn es nicht ganz geht, dann Fußfersen umlassen und hier so ein bisschen abstützen. Und dann mal von lange zu länger schieb die Füße zum Boden, lass die Beine geschlossen. Lass dich ganz locker hängen. Und langsam Wirbel für Wirbel. Kommt ihr nach der Streckung nach oben. Zum Schluss erst das Kinn anheben. Die Arme über den Kopf ziehen und streckt ihr euch doch mal gerne auf die Fußspitzen. Macht euch lang und beim Ausatmen locker lassen. Und direkt nochmal schwungvoll hoch, streck dich. Und beim Ausatmen nur die Arme locker lassen. Ausatmen. Sehr gut, ihr habt es geschafft. Vielen, vielen Dank für eure Motivation, für euer Durchhaltevermögen, fürs Mitmachen. Und wie gesagt, das Video wird dann auch wieder, ich denke mal morgen oder nächste Woche spätestens vom Handball hochgeladen. Und ihr findet ja noch die ganzen weiteren Videos von den letzten Wochen, Monaten. Da könnt ihr immer wieder mal sporteln, wenn ihr sagt, ihr wollt vielleicht am Wochenende noch mal eine Bauchbeine-Po-Stunde machen oder eine Hitstunde. Oder Rückenfit. Findet ihr alles von mir auf dem Handball-Kanal. Ansonsten schönen Abend, schöne Woche, schönes Wochenende. Fühlt euch gedrückt und bis nächste Woche.